Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft nach einem kurzen Essenspäuschen. Ich muss die Musik noch anmachen. Ba, ba, da, da. So, Musik läuft. Ich habe auch was zu essen angepflanzt gerade auf Screen. Ja, und ich drehe mich mal um und habe hier eine ganz tolle Kiste gefunden und da ist das drin. Was haben wir denn hier alles? Ich habe übrigens gesehen, das Bauxit, was ich vor uns abgebaut habe, da war noch 8 Eisen dazwischen. Was ist denn das? Blackberries, lol. Warte mal, was brauche ich denn nicht? Das brauche ich nicht. Oh, Diamanten. Really? Ah, sicher doch. Wie nice. Dias sind super. So, die beiden kann ich auch noch mitnehmen. Was kann ich denn wegschmeißen? Ja, hier kommt es. Braucht doch keine Sau, ey. So. Oh. Achievement! Hallo, Lava. Da krallt sich der Blub halt einfach mal eiskalt. Die Dias. Ich bin ja auch ein sehr fleißiger Blub. Ich überlege gerade, war 3 Etagen. Die 3 Etagen wäre ein bisschen heftig. Hier unten ist dann das Feuer. Das heißt, alles klar, wie gut, dass ich da gerade nicht gebuddelt habe. Achso, nee, lieber. Level? Level kampfunfähig. Nein! Warum nur? Grausame Welt. Ich glaube, ich komme mal erstmal zurück. Finde ich gut. Das könnte man natürlich auch eventuell mitnehmen. Nein, nicht das Boot. Nein, nicht das. Nein. Ja, das könnte man mitnehmen. Die Truhe eigentlich theoretisch auch. So. Ich bräuchte noch ein bisschen. Du hast nicht zufällig Eichenholz? Keine Ahnung, wo ging es nochmal zurück? Warte mal. Hier, oder? Hier. Hier ging es safe zu. Nee, Moment. Ach ja, hier war ein Spinnenspawner, den habe ich mal kaputt gemacht. Ist dahinter noch was? Da geht es doch noch weiter. Möglich. Oh Gott. Wir brauchen 2 Gold, 2 Wolle und 14 Leder. Scheiße. Ich hätte schwören können, hier ging's raus. Die Frage ist, woher bekommen wir das? Du hast nicht zufällig Gold gefunden da unten? Nein, Gold habe ich tatsächlich nicht gefunden. Na, verdammt. Was denn los? Lol, sind das Diamanten? Nee. Hier bin ich falsch. Hier war ich noch nicht. Warte mal. Ich muss. Wo komme ich denn her? Das weiß ich nicht. Scheiße. Hier. Okay, ich fürchte, ich muss mich hochbauen. Ich finde den Weg nicht mehr. Keine Chance. Passiert. So, da hat man hier ein Zimmer. Man kommt hier hoch quasi.
Shit, ey. Na, man kommt hier hoch. Dann kann man hier rüber gehen. Reicht noch hier nicht. Ist an der Wand, da hat man hier ein Zimmer. Was? Ganz okay, denke ich. Obwohl, das ist eigentlich besser, wenn das sogar noch ins rüber käme, ne? Wenn das noch eins weiter drüben wäre, wäre das sogar noch besser. Zubat, verpiss dich, hier ist Eisen. Obwohl, oh, das ist viel Eisen. Das ist richtig gut. Wenn ich irgendwann zurückfinden sollte, können wir uns einige Pokébälle machen. Finde ich sehr gut. Falls die Aprikokos schon gewachsen sind. Ja, sind sie. Durchaus, ein paar sind schon erblüht. Okay, ich werde mir jetzt hier nach oben buddeln. Oh. Scheiße, wo bin ich denn, ey? Ich auch noch nicht? Diese Mine, die macht mich wahnsinnig. Okay, ich muss jetzt irgendwie raus. Hier vorne mache ich mein kleines Zimmer noch mit hin. Lalala. Da wäre es ganz gut. Ich möchte, dass es am besten hier. Moment, so. Am besten wäre es, ich buddel mich so hoch und nicht gerade straight nach oben. Hier könnte man noch so eine Art Regal einbasteln. Will ich tatsächlich gerne so einen etwas größeren Balken noch rüberziehen? Wie tief bin ich denn bitte unten? Oh, hallo Eisen. Alter, voll viel Eisen, jawohl. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Okay, hier kommt scheinbar Erde. So. Wie viel Platz? Ich werde die zwei Zimmer schon recht gleich machen. Drei breit. Okay. In Gedenken an Blub. Was? Der irgendwo ganz, ganz tief unten verschollen ist. Nein, komm, du überlebst das. So, wir machen das natürlich gleich groß, die zwei Zimmer. Oh, Sonnenlicht! Sonnenlicht! Er blickt das Licht der Welt erneut. Okay, ich habe doch die Eisenspitzhacke. Kohle brauche ich eigentlich echt nicht. Jetzt bin ich aber gespannt, wo ich jetzt hier rauskomme. Okay, habe ich noch die Karte? Bin ich denn? Lol. Das kann ich dir nicht sagen. Hä? Wo bist du? Ich habe keine Ahnung. Das ist nicht so gut. Warte mal, ist das diese freie Fläche? Hä?
Wo bin ich? So. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Das ist ja schon mal super. Zum Zweierbett hier, ne? So. Ja. Na, mal gucken. Wir haben noch Deko-Craft mit drin. Das dann losgeht. Warte mal, wie konnte man sich nochmal die Koordinaten anzeigen lassen? Mit F3. F3. Ich bin X minus 382 und Z minus 3883. Wenn ich jetzt wüsste, wo ansatzweise das sein, wo das sein könnte. Ja, welche Koordinaten bist du denn? Das reicht ja schon. Minus 400, 84, minus 3725. Warte mal, hä? Wenn ich nach hier gehe... Hä? So, ich brauche dunkles Holz. Dunkles Holz. Minus 400? Minus 3700. Müsste eigentlich hier sein, oder? 5 Meter neben dem Haus rausgekommen. Ja, ich glaube, so mega weit weg kann ich eigentlich gar nicht sein. Nee, glaube ich auch nicht. Du bist nämlich irgendwo in der Nähe. Ich sehe auch relativ freie Flächen, aber ich weiß halt nicht, in welche Richtung ich hier gehen muss. Alter, wie bin ich denn hier jetzt gelandet? Da. Du? Das ist doch bestimmt das Haus, was du gerade baust. Was mir hier angezeigt wird. Was dir angezeigt wird? Ja, ich sehe unsere Plantage. Ach cool, das wird dann auch oft auf der Map so angezeigt quasi. Nö, wo siehst du das denn? Ich sehe nur unser Haus auf der Map. Das habe ich eingetragen. Ja, ich bin jetzt gerade bei der Plantage. Oh, da bist du doch. Hi. Mhm. Willkommen zurück. Unten ist kein Wasser, unten ist Wasser. Ich könnte dann noch gucken, ob ich Ton und ob ich Sand finde. So, hier tue ich mal Bauxitohr rein. Hier ist schon Eisen drin. Da kann hier mal richtig viel Eisen verarbeitet werden. Oh, warte, ich habe hier noch Bauxit drin. Da kann ich das mal mit hier drin reinpacken. So, ich tue mal unten rechts in die Kiste etwas rein. Unten rechts tust du was? Oh, Diamanten. Hallo, Dias. Lange nicht gesehen und wiedererkannt. Ich wollte das andere Holz farmen, verdammt. Falsches Holz. Ich brauche... Der Baum ist schön groß, den will ich lassen. Das Holz. Achtest du auch auf dein Essen? Ja, eigentlich schon. Ich habe nämlich Hunger, ich brauche ganz dringend was zu essen. Also eigentlich nicht, aber ich versuche darauf zu achten. Ich habe hier unten so ein paar Ananas angebaut. Oh, das ist sehr löblich. Sind leider nur 2 gewachsen. So, jetzt hiel ich mich theoretisch wieder ein bisschen. Hallo Pummeluff. Level 43. Das ist überhaupt nicht übertrieben. So. Machen wir das schon mal. Kann das schon mal rein. Oh. Was haben wir hier? 4. Ich brauche dunkles Holz fürs Dach. Also könnte ich ja noch dunkles Holz farmen. Sch-
Scheiße. Ein Amboss ging anders. Oh shit, brauchte man da nicht diese fetten Eisenblöcke? Oder wie ging nochmal ein Amboss? Nee. Für den Amboss brauchst du doch nur hier. Also für den Pixelmon, ne? Ja, aber wie ging der denn? Rechts muss ein Erz frei sein, glaube ich. Ah. Wenn ich mich recht entsinne. Okay, soll ich den hier irgendwo reinstellen, oder? Du kannst ja erstmal reinstellen. Ich würde sagen, später machen wir da nochmal einen extra Raum für, oder? Ja, ich stelle den mal erstmal hier so hin, so provisorisch. Damit wir jetzt schon mal was machen können, sag ich mal. Ja, wir brauchen halt ein bisschen was, ne? So, ich habe ja etwas für dich. Bitteschön. Warte, wie gehen die Zäune? So gehen die nicht. So. Okay. Ich habe dir einen Eisenhammer zugeschmuggelt. Ich danke vielmals. Wo ist er denn hingeschmuggelt? Den hast du aufgenommen. Ich habe ihn. So. Ich habe 15 Eisenplatten machen können. Nice. Dann brauchen wir bloß noch Aprikokos gebrannt. Das soll dann passen eigentlich, ne? Ich gehe mal jetzt ganz kurz gucken, ob ich unten im Fluss ein wenig... Also wir können mal kurz schlafen gehen. Dann kann ich nämlich bei Tag mal gucken, ob wir unten im Fluss, ob ich da bitte Ton oder so finde. Ich habe dir auch ein kleines Zimmer gemacht. Oh, das ist sehr, sehr schön. Ich habe mir auch schon ein kleines Zimmer gebastelt. Lol. Mich greift was an. Ich greife was an, ja. Ah ja. Ein Flug-Pokémon. Nee, das ist meins. Es greift mich ein Käfer an. Das ist nicht sehr schlau von dem Käfer. Käfer? Das ist ein Flug-Pokémon. Also ich habe ein Flug-Pokémon. Er ist ein Käfer. Oh, der macht mich richtig hart weg. Oh. Alles klar. Bisasam, du musst regeln. Bisasam regeln. Das wird Bisasam vermutlich nicht schaffen. Alter, jawohl, er hat mich auch noch paralysiert, ey. Alles klar. Ich kann's doch schaffen, Bisasam ist tot. Ich kann es auch schaffen, bis es am Tod. Ernsthaft, hier steht ein Anton. Wieso verfolgst du mich? Anton! Mobb das nicht, das hat Kopfschmerzen. Ja, ich habe auch Kopfschmerzen, wenn ich das Ding sehe. So. Bisschen Sand. Das ist ja allerhand. Warte, weiß ich nicht. So, da oben ist ein Zug. Dann wollen wir mal. Wer greift mich an? Wie kannst du es wagen, mich anzugreifen? Ich bin gleich tot. Ja, ich gehe lieber. Ich würde gerne flüchten. Das wir ist brauchen dringend einen Diamanthammer. Wieso? Ich mache uns gerade ein paar Pokebälle. Ja, das kann dauern. Kann ein bisschen dauern. Männlich, ich stehe an dem Amboss. Oh Gott. Männliche Arbeiten. Die Maustaste gedrückt halten. Alter, bin ich ein alter Opfer, bis ich hier fertig bin. Das wollte ich doch gar nicht machen, ja. Oh shit, ey. Oh Gott, dauert das lange. Dong, dong. Hi. Hi. Das hier ist nichts für schwache Nerven, das sind männliche Arbeiten. Ach, schön. Boah. Ja, schön. Also, mein Zeigefinger tut schon ein bisschen weh von der Maustaste gedrückt halten die ganze Zeit. Das ist echt schon anstrengend hier. Also. Boah, ja. Männlich halt, ne? Mhm.
wie du sagen würdest? Männlich. Was sagst du denn, ey? Das kommt. Ah, komm ich klar drauf. Das ist falsch. Ah, nee. Jetzt habe ich ganz vergessen, was ich machen wollte. Ich wollte irgendwas machen. Ich hänge hier gleich ein Schild dran, Zutritt nur für männliche Wesen. Weil hier werden männliche Arbeiten vollrichtet. Toll, da muss ich mir jetzt ein neues Haus bauen. Kann ich jetzt wieder mal ein Haus bauen? Behalt du das. Haben wir hier Eisen drin? Nein, doch hier. Eisen, hallo. Eisen wird gerade ganz viel gemacht. Ja, ich brauche bloß ein bisschen. Aha. Aha. Männlich. Also ich habe gleich 5 Pokébälle. Cool. Ey, nicht wegschieben. Ich hau genau auf das Ding drauf. Sonst müssen wir ganz von vorne anfangen. Weiß nicht, wie lang das dauert. Alter, der Hammer ist schon ein Drittel leer. Also kaputt. Babam. Aber ich verrichte ja auch männliche Arbeiten. Alter, ich muss irgendjemanden finden, der das für mich macht. Der ist dort viel zu lange. Okay, warte. Das eine noch, dann kann ich dir 3 Pokébälle geben. Und ich nehme 2. Alter. Ja gut, der Hammer ist halb kaputt. Wisst ihr den Hammer, nachdem du ihn mir gegeben hast? Hm? Wisst ihr den Hammer, nachdem du ihn mir gegeben hast? Nee, du willst den sicherlich auch mal irgendwie Pokébälle oder so machen. Nein, nein. Wie nein? Hallo? Soll ich das jetzt alles machen oder wie? Nein. Aber wenn du gerade so männlich drauf bist, dann kannst du das ja... Weiß ja nicht. Was ist das denn hier im Zoo oder was? Nein. Da kommt eine Feuer rein. Warte mal. Ja. Ja, bitteschön. Da. Warten. Oh, Pokébälle! Ich hab Pokébälle! Die Macht ist stark in mir. Macht keinen Sinn, aber ist egal. So, komm her. Nein! Ist eingefallen. Also ich weiß halt, also ich habe jetzt erstmal nur die normalen Pokébälle gemacht, weil ich wusste, dass man dafür nur die roten Aprikokos braucht. Die anderen Rezepte kenne ich nicht. Ich glaube, für Hyperball brauchst du schwarz und gelb, ne? Schwarz und gelb? Ich glaube. Alles klar, Hyperball incoming. Ich glaube, schwarz und gelb. Hm. Superbälle waren dann bestimmt blau und keine Ahnung. Obwohl, ich mache das ja eh anders. Das hätte ich das noch eins höher. Da kommen ja Schwarze alle rein. Wenn Schwarz für Hyperbälle sind, dann let's go. Gut, dann würde ich sagen, wie männlich Blub wieder in der nächsten Folge sein wird, das ja, sehen wir dann. Wenn er die Schwarz und Gelb zusammen dann verkloppen muss. Denn das dauert, glaube ich, noch länger als bei Rot. Oh nein, bitte nicht. Doch. Ja, dann wird es sehr, sehr männlich. Ich weiß schon, was ich für einen Titel für die Folge nehme. Ja, weiblich nehme ich. Also ich weiß echt nicht, was du hast. Entschuldigung, also ich feiere das so ein bisschen. Weiß nicht warum. Gut, dann würde ich sagen, passt das für die Folge und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Tschüss. Ciao. Männlich!